So, meine Freunde, heute werden wir die Hauptgeschichte von dem guten Patizio machen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß. Großherzog Allround willigt ein Patizio, das Geld für den Handel seines Lebens auszulegen. Doch kaum ist die nächste Hürde überwältigt, kündigt Rouge unerwartet eine große Pressekonferenz zur Dampfmaschine auf der Isla de Rouge an. Patizio bleibt nichts anderes übrig, als in See zu stechen, um den Handel mit dem Multimillionär auf dessen Privatinsel abzuschließen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Mal schauen hier. Ich bin am Ziel, die Isla de Rouge. Der Ort, an dem ich dank Allround den größten Handel aller Zeiten abwickeln werde. Mach dich auf was gefasst, Onkel Rouge. Zu 80 Milliarden Silberblättern kannst du nicht Nein sagen. Ausgezeichnet, der Massenproduktion steht nichts mehr im Weg. Die Dampfmaschine wird nicht nur Fabrik, sondern die Geschichte vorantreiben. Niemand außer mir verdient es, sie zu besitzen. Die trete ich nicht mehr ab, das kann sich Patizio aus dem Kopf schlagen. Ja, das war's schon. Alles gehört mir, die ganze Welt soll mir gehören. So, es ist Zeit. Hauptquartier des Rouge-Unternehmens. Vorher gehen wir uns noch mal ganz kurz schlafen legen, Freunde. Und wir suchen mal ganz kurz hier noch einen Waffenladen auf. Die Zeit muss sein, tut mir leid. Waffenladen ist wirklich sehr wichtig, insofern wir hier einen finden. Nein, hier ist keiner. Das machen wir alles später. Da ist ein Waffenladen, Freunde. Den müssen wir auf jeden Fall mal stürmen gehen. Was hat er denn alles hier für uns? Meisterlangbogen. Ja, ganz klar. Den kaufen wir. Ganz ehrlich, die kaufen wir auch, und zwar viermal. Alleine, weil der Tempo hat. Tempo ist gut zum Ausweichen. Nee, das lohnt sich nicht. Oh ja, für Casti, sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Kritisches Armband 50. Nehmen wir auch mal 4 Stück von mit. Habe ich bis jetzt noch nirgendwo anders gesehen. Kann man immer gebrauchen. Ausrüsten? Nee, würde ich jetzt nicht machen. Wobei, wir können mal ganz kurz gucken, was Casti so hat. Ja, das hier können wir schon gegen Crit ausrüsten. Oder Wächteramulett, ne? Ist auch nice. Genau, nehmen wir einmal Wächteramulett, würde ich sagen. Und statt FP nehmen wir. Wobei, ne, lassen wir so. So ist okay. Lieber Dev als statt Crit. Die macht eh keinen Schaden. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Guck mal. So. Okay, jetzt können wir rübergehen. Zum Hauptquartier. Bin gespannt, ob Rouge heute eine neue Investition enthüllt. Der Mann ist doch schon so reich, dass er eine eigene Insel hat. Kriegt er denn nie genug? Werden wir ja gleich hören. Oh, I like the
Oh, die Stimmung hier gefällt mir. Die Luft knistert geradezu vor Aufregung. Hier geht es wohl zur Pressekonferenz. Ah, da nehmen wir doch dran teil, oder? Darf ich mal den Presseausweis sehen? Wie? Was für ein Presseausweis? Ohne Presseausweis kommst du hier nicht rein. Was aber, hey? So ein Mist, da drin tobt es und ich komme nicht rein. Da bist du ja, Patizio. Wieder unsere Schreiberin Ori. Sehr gut, hast es anscheinend ohne Probleme hergeschafft. Ori, du kommst wie gerufen. Immer zur Stelle, die gute Ori. Wieso hast du eine Sensation für mich? Nein, ich brauche deine Hilfe. Ich kann keinen Presseausweis. Und ohne kommst du nicht rein. Was? Verstehe, wie blöd, ich habe auch keinen. Oh, Mist. Ach, keine Sorge. Ich habe nämlich schon eine Idee. Wir nehmen einfach den Hintereingang. Weißt du denn, wo der ist, Ori? Hihi, klar doch, sowas gehört zu meinem Beruf. Dazu. Los, komm mit. Auf geht's, Freunde. Wir gehen da mal rein in die gute Stube hier. Ori folgen. Machen wir. Das hier? Nee, oder? Ach, hier rein wahrscheinlich, ne? Ach, da, guck mal, da ist er. Der Geheimgang. Hier ist ein Durchgang. Wie um alles in der Welt hast du den denn gefunden? Hey, Berufsgeheimnis. Schnell, beeilen wir uns. Ja, dann. Auf geht's. Interessant. Oh, Gefahrenstufe 45. Na dann. Wir sind da. Da vorne wird die Pressekonferenz abgehalten. Das hier muss wohl Onkel Rouge Hauptsitz sein. Hey, wer ist da? Mist, wir wurden entdeckt. Geh ohne mich weiter, Patizio. Schalte sie auf. Wie? Was hast du vor, Ori? Es freut mich, dass wir uns kennengelernt haben, Patizio. Ich bin schon vielen Menschen begegnet, aber noch nie jemanden wie dir. Oh, wie süß. Aber wir sind hier Level 72 oder fast über 70. Wir können dich doch hier nicht alleine lassen. Ich wünschte, ich könnte noch mehr darüber schreiben, wie du die Welt veränderst. Aber unsere Wege trennen sich hier. Und jetzt geh, die Welt braucht dich. Ori. Schnell, Patizio, sieh nicht zurück. Ich danke dir, Ori. Hey, was ist mit dir? Aua, aua. Es tut so weh, mein Bauch. Ich glaube, ich sterbe. Was? Nein, halt durch, Mädchen. Es tut mir leid, dabei hatte ich die morgige Schlagzeile schon im Kopf. Vom Glück geküsst, Rouge, brillante, verkündete Sensation. Aber es hat nicht sein sollen. Ah, ich sterbe, ich sterbe. Diese Schreiberin schwebt in Lebensgefahr. Tragen wir sie weg. Oh, was hat er da? Schreiberin Rouge, hier drüben. Worum geht es in der großen Ankündigung zur Dampfmaschine?
Die ganze Welt hält den Atem an. Wir wollen nicht länger auf die Folter gespannt werden. Ruhe, Ruhe, bitte. Was ich jetzt sage, will keiner von euch verpassen, denn ich enthülle, jetzt kommt's, Freunde, ein neues Geschäftsmodell, das die Welt revolutionieren wird. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bei dem Gespräch natürlich lauschen. Ori ist ein bemerkenswertes Mädchen. Sie hat sich ohne zu zögern geopfert, damit du deinen Traum verwirklichen kannst. So etwas findet man nicht oft. Das stimmt allerdings. Nun, sie hat den gleichen Traum wie ich, eine Welt, in der alle Menschen glücklich sind. Sie trägt das Herz am rechten Fleck. Darum darf ich nicht aufgeben, auch um ihretwillen. Ich bezweifle nicht, dass du dein Ziel erreichen wirst, Patricio. Und wenn du Hilfe brauchst, hast du ja immer noch mich. Komm, gehen wir. Casti, vielen Dank. Ah, hier können wir auch abspeichern. Machen wir mal. Man weiß ja nie, Freunde. Gehen wir mal hier runter. Auch nicht schon wieder Hunde. Ich mag Hunde. Ich bin der große Tierliebhaber. Wer meine anderen Folgen verfolgt hat, der weiß das. Egal. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt... Boah. Müssen wir jetzt hier durch. Der erste Wow-Wow ist schon mal weg. Bietet sich an, ne? Ah, oh, hier kriegst du auch noch gute Erfahrungspunkte. Hier irgendwas? Nö. Außer hier, noch hier die Türe. Kopf voller anregenden Pflaumen, das war's aber. Oh, oder warte. Soll ich noch hier was? Ne. Hier auch nicht. Also kommen immer Vierer-Pärchen hier, ja? I need a plane. Strike them down. A week. Boom. Well now. Huh? I'm just getting warmed up. Oh dear. You won't be needing that. Oh goodness. What a tantrum that was. To work. Smite them. Bam. Thinking. Ich sage euch, die Kombination ist so tödlich, Freunde. Kleriker und Gelehrter. Das Einmann-Abriss. Oh, Entschuldigung. Das Einmann-Abriss-Unternehmen, Freunde, ich sag's euch. Oh, einen Moment. Das ist eine sehr gute, gefährliche Kombination. Jawohl. Deminus und Casti, neues Level. So muss das. So, jetzt mal hier hoch. Jetzt geht es hier nach rechts, ne? Genau. Da ist nichts. Gehen wir hier runter. Ah, hier ist eine Truhe, sehr gut. Strike them down.
hang it up. How's that? Here I go. Und boom. Ich weiß, eigentlich ein bisschen unfair. Aber ganz ehrlich, Freunde, was ist schon fair im Leben, oder? Kann ich auch nichts für, wenn ich, dass ich jeden Weg gehe. Müsst ihr aber auch. Sonst kommt ihr nicht weit hier in dem Spiel. So. Okay. Hier haben wir noch eine Truhe. Ah, sehr gut. Was haben wir hier noch? Da kommt nichts mehr. Ah, endlich mal neue Gegner. Was ist das denn? Die haben wir noch nicht gehabt, ne? Windwächter MK2. Ah, lass uns mal überraschen. Wäre es schon mal nicht so gut. Machen wir mal ruhig einen Elementarangriff. Ja. Schon mal besser. Und jetzt hier Carsten mit dem Hammer? Auch nicht. Okay. Hätte jetzt gedacht, dass sie dagegen empfindlich sind. Dann aber. Ja, obwohl, warte mal. Warum nicht, ne? Analyse. Ah, Schwert und Pfeil und Bogen. Und hier den letzten machen wir auch noch. Was soll's? Und was ist der letzte? Dolch. Schwert und Dolch, okay. Boah. Das war nicht schlecht, ne? Haben wir ordentlich Wunden heilen hier. Macht auch schon über 2000. Wahnsinn, ne? So, ja gut, haben wir ja nichts. Nichts anderes. Ja, Blitz können wir ruhig machen, ne? Unkraut. Na komm, machen wir hier. Licht fahren. Machen wir zweimal Licht. Das ist ja High Damage hier. Hat den mal gar nicht gejuckt, ne? Gar nichts ausgemacht. Yes, baby. So. Sehr schön. Wie kommen wir jetzt da lang? Gucken wir mal kurz. Ah ja, okay. Hier noch was? Ne. Die einfachste Variante. Oh, oh, Oswald ist gleich Level 71. Zack, und Giftlanze, cool. Ist die besser? Oh ja, Freunde, die ist richtig gut. Aber Tempo, ah, oh, schade. Lohnt sich nicht, ne? Oder warte mal, Crit geht aber sehr, sehr hoch. Der hat richtig gut trifft. Ja, doch, den nehmen wir. Den nehmen wir, Freunde. Crit ist immer gerne gesehen bei mir. Steht hoch im Kurs. So. Oh. Neues Gespann. Und das sind hier für Leute. Rouge Leibwächter 1.
Dann probieren wir doch direkt mal unsere neue Lanze aus. Ja, die ist es. Die ist gut. Schön Crit dabei. Wundervoll. Was? Der haut uns einmal und dann können wir nicht mehr zaubern. Das ist aber scheiße. Oh, der Zauber hat aber gut rein. Ach, die Vergiftung hat ihm gut zugesetzt. So, jetzt aber. Komm schon. Sehr gut, Temenos. Und 34, meine Freunde. Ich glaube nicht, dass wir noch 45 werden. Wisst ihr, in den jungen Jahren war ich Silberhändler. Ah, Gespräch lauschen natürlich. Der 80 Milliarden Blätterhandel. Ein Handel im Wert von 80 Milliarden Silberblätter. Mein Herz schlägt bis zum Hals, so aufgeregt bin ich. Hoffen wir, dass bei der Abwicklung alles glatt geht. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich das bei allem, was bisher passiert ist. Wenn es ums Geschäft geht, ist mir Onkel Rouge nicht zu spaßen. Manche sagen, er hätte die Zunge eines Chamäleons und den Verstand eines Fuchses. In Sekunden hat er die Lage erfasst und passt seine Worte entsprechend an. So glaubt man ihm alles, bis er den Handel in der Tasche hat, als hätte er magische Kräfte. Magie, sagst du? Wenn das wahr ist, dann muss sie eine irgendwie geartete Quelle haben. Ach Unsinn, das war doch nicht wörtlich gemeint. Oh, was haben wir hier? Zwei neue Gegner. Boah, das hat reingehauen, ne? Der Speer ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Na? Valuable Insight 71 und 58, jawohl. Genau was? Ne. Ja, wir gehen erstmal in alle Türen rein, ne? Ich glaube, hier geht es nämlich weiter. Boah, der Speer ist ja richtig gut. Geile Sache. Gar nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht, Freunde. Okay, gehen wir mal hier rein. Da ist nichts. Und hier? Oh, nicht schon wieder die hier. Also das ist Level 1, ne? Ja, Leibwache 1. Mit dem Rücken zur Wand. Ach was, machen wir direkt hier Feuer, Eis, oder? Oh ja, das ist effektiv. 3, 6, 9000
mit einem Zauber. Das ist sehr effektiv. Und dasselbe auch nochmal hiermit. Nicht schlecht. Erfahrungspunkte stimmen auch. Yes, baby. Und? Oh, 24.500. Tresor. Ich liebe Tresorräume. Oh, sogar ein Gemälde von ihm und eine Landkarte. Und? Leider nichts. Aber hier kriegen wir noch eine Truhe, oder? Jawohl. Alles weg. Alles weggeräumt. Wahnsinn. Hier gibt es aber auch sehr viel Geld, ne? Apropos Geld, wie viel Geld haben wir eigentlich? Ah, wir haben wieder über 300.000, Freunde. Und wir haben noch nicht alles verkauft, ne? Wir haben noch jeden Mengen Stuff hier, großer Silberbrocken. Da haben wir schon wieder was zu verkaufen. Wir haben so viel zum Verkaufen. Jawohl. Ah, hier ist noch eine Truhe. Olive des Lebens L. Wow. Das können wir gut gebrauchen. Strike them down. A week. 4.500 habt ihr gesehen? Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Jawohl. Ja, von 27 auf 35, das sind 38 Level, hat sie bekommen. Hat sich jetzt schon gelohnt, sie mitzunehmen. Genauso habe ich mir das vorgestellt, Freunde. Und das wird wahrscheinlich noch höher gehen. Deswegen immer schön jeden Weg gehen. Alles mitnehmen. Selbstzerstörung oder was? Ich noch gar nicht gesehen. Der Kollege hat es wohl geopfert, ne? Aber die Erfahrung ist die gleiche. Soll mir recht sein. Hier ist nichts. Ah, hier ist eine Truhe. Alter Wein. Der ist aber zum Verkaufen, ne? Muss ich aber jetzt mal gucken, oder? Hab ich auch noch nie gesehen bis jetzt, alter Wein. Boah. Oh, oh. Ey, der Speer ist geil, Freunde. Ohne Scheiß. Er sammelt den bloß ein. Ist für mich einer der besten, bis jetzt die beste, der beste Speer sogar. Wenn alleine durch den Crit-Wert schon, ne? Jetzt bin ich ein bisschen konfus. Welchen Weg sollen wir gehen? Gucken wir erstmal hier. Ah, das sieht mir schwer nach. Nee. Machen wir mal. Indulge me for a moment. You're finished.
to work. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ah, hier ist so eine Schatztruhe. Ja, hier lang müssen wir. Hier ist nämlich der Speicherpunkt, Freunde. Dann gehen wir auf jeden Fall safe nochmal hoch und schauen uns dort nochmal um. Da ist doch bestimmt noch eine goldene Schatztruhe, Freunde. Den hat er sowas von aus dem Leben geholt. War das denn? Der war ja lächerlich, ne? So. Und 36. Schauen wir uns nochmal hier oben um. Da machen wir Blitz direkt, ne? Es bietet sich an. Sagen wir es mal so. Oh ja. Direkt mal abgeräumt. Und was finden wir hier? Ja, ich habe es mir schon gedacht. Und mechanischer Bogen, Freunde. Das könnte interessant werden. Und das ist interessant. Yes, baby. Boah, Genauigkeit. Crit geht aber leider runter. Aber so ist das, ne? Was willst du machen? Verringert selten die Genauigkeit des Ziels. Ausrüstung. Ja, mit seiner Giftlanze ist er natürlich hier richtig gut unterwegs, ne? Aber hier dieses provisorische Schwert, das müssen wir mal unbedingt wechseln. Der gute Patizio. Mechanischer Bogen, Freunde. Auch diese Waffe habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Das finde ich gerade so geil an diesem Spiel hier, ganz ehrlich. Die Waffen, die werdet ihr nirgendwo anders finden, außer hier in den Dungeon. Das haben die gut gemacht. Sonst wäre das auch ein bisschen schade, sonst könnte man sich ja alles kaufen, ne? Hab schon sehr, sehr viele Waffen bekommen, die nur von Leuten, die ihr, wenn ihr Leute überfallt, dann bekommt ihr die, wenn ihr die ausraubt. Und, ne? Also es lohnt sich immer, alle Wege zu gehen, alles auszuräumen. Genau. Und jetzt, meine Lieben, werden wir mal zum Endboss gehen. Mal gucken, was er so für uns im Angebot hat. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch hinkriegen. Bei dem Level hier auf jeden Fall. Boom. Let's go. All in a day's work. So. Ach. Ah ja, wir müssen uns noch vorher nochmal auf jeden Fall heilen. Und was wir auch machen müssen, ist anregende Pflaume auf jeden Fall. Jetzt können wir nochmal speichern. So, auf ins Getümmel, Freunde. So, nochmal kurz hier umschauen. Nö, ist nichts. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wem sage ich das? Ihr habt sicher auch alle harte Zeiten hinter euch.
Die erste Zeitung musstet ihr schließen noch von Hand schreiben. Die erste Zeitung musstet ihr schließlich noch von Hand schreiben. So. Zeile für Zeile, Blatt für Blatt, bis eure Finger wund waren. Und heute schreibt ihr jeden Artikel nur ein einziges Mal. Danach übernimmt die Zeitungspresse, unermüdlich stampft sie ein Exemplar nach dem anderen aus dem Nichts. Und ihr könnt ihr dabei zusehen, die Füße hochlegen und einen heißen Kaffee genießen. Und was hat das überhaupt erst möglich, ermöglicht? Selbstverständlich die Dampfmaschine. Es gibt keinen Industriezweig, den sie nicht revolutioniert hat. Sie hat die Geschichte im Laufschritt vorangetrieben. Natürlich kommt Geschichte nie zum Stillstand. Erst recht nicht mit meiner neuen Doppeldampfmaschine. Husch, was sehen wir hier? Das Herstellungsverfahren für die Dampfmaschine wurde revolutioniert. Es ist uns nun möglich, dieses neue Modell in Massenproduktion zu fertigen. Mit Stolz verkünde ich daher heute, dass der Rouge-Konzern dem Exklusivrecht gehört. Bereits mit Regierung und Investoren auf der ganzen Welt in Verhandlung steckt. Die Dampfmaschine hat die Industrie revolutioniert und Wohlstand gebracht. Aber uns erwartet nun noch viel mehr. Mehr Dampfmaschinen bedeuten mehr Dampf und mehr Dampf bedeutet mehr Wohlstand. Unsere Zivilisation wird einen Riesensprung in der Entwicklung machen. Alles nur dank mir. Nicht so schnell. Patricio. Was hast du hier zu suchen? Das ist nicht der richtige Ort für deine Albernheiten. So leicht kommst du mir nicht davon, Onkel Rouge. Ich bin hier, um unseren Vertrag einzulösen. Ich kaufe dir die Exklusivrechte für die Dampfmaschine ab. Hat dieser Bursche gerade gesagt, er will die Exklusivrechte kaufen? Ist das überhaupt? Hat der schon mal jemand gesehen? Mein Name ist Patricio Yelovi. Der Name des Mannes, der die Welt verändern wird. Also schreibt ihn euch besser auf. Also, was ist Onkel Rouge? Den Vertrag habe ich auch dabei. Sieh an, also hast du das Geld aufgetrieben, Patricio? Natürlich, schließlich habe ich dir mein Wort gegeben. Hier, ein Scheck über 80 Milliarden Silberblätter von Großherzog Allround. Hat er Großherzog Allround gesagt? Patricio, können wir diesen Scheck bitte sehen? Schon gut, nicht schubsen. Also, was sagst du, Onkel? Von Allround höchstpersönlich unterzeichnet. Du bist immer noch so naiv wie früher, Patricio. Durch meine Geschäfte habe ich schon mehr Menschen kennengelernt, als Sterne am Himmel stehen. Und eines habe ich daraus gelernt. Vertraue nur dir selbst und Bargeld. Wie willst du beweisen, dass die Unterschrift echt ist? Und selbst wenn sie das ist, woher soll ich wissen, dass dieser Mann das Geld wirklich herausrückt? Ich habe schon zu viel durchgemacht, um mich auf Papierschnipsel und leere Worte zu verlassen. Nein, ich akzeptiere nur Bares, harte Silberblätter auf die Hand.
So willst du dich also rausreden. Komm, wieder, wenn du das Geld hast, Patizio. Wobei dein Anspruch, mir irgendwas abzukaufen, dann ohnehin verfallen ist. Grrr. Gib es zu, du hattest nie vor, die Dampfmaschine abzugeben. Darf ich auch mitreden, ehrenwerter Rouge? Die Stimme kenne ich doch. Da ist er. Persönlich, höchstpersönlich. Na, Patricio, wie geht's, mein Freund? Hast du gedacht, ich lasse mir die Chance entgehen, den Handel des Jahrhunderts mit eigenen Augen zu sehen? Natürlich komme ich nicht mit leeren Händen. Eure Hoheit, ich bitte euch, denkt an euren Stand und verhaltet euch entsprechend. Ach, lass mich den Moment doch auskosten, Misha. Boah, das sind alles, das ist Geld, ja? Allround. Ist das etwa großartig Allround höchstpersönlich? Noch ein ungeladener Gast. Langsam habe ich die Nase voll. Den falschen Ton lasse ich dir ausnahmsweise durchgehen, Rouge. Bei so einem gewaltigen Handel ist es etwas Misstrauen sicher nicht fehl am Platz. Darum habe ich etwas mitgebracht, um die Aufrichtigkeit meines Freundes Patricio zu untermauern. 80 Milliarden Silberblätter in bar. Freund, der hat 80 Milliarden Silberblätter mit dem Schiff einfach hierhin transportiert. Was ein krasser Typ, ey. Krass. Er macht wohl Witze, 80 Milliarden Silberblätter in ein paar jute Säcke. Natürlich hat nicht alles in die Säcke gepasst. Der Rest ist auf meinem Schiff, durch die schwere Ladung wäre es auf dem Weg fast untergegangen. Allround. Ich habe ebenfalls schon mehr Menschen kennengelernt, als Sterne am Himmel stehen. Und eines kann ich dir sagen, Patizio, ist jedes einzelne Silberblatt wert, das ich heute gebracht habe. Auf den guten Namen des Hauses Hornwell schwöre ich, dass diese 80 Milliarden Silberblätter hier mit Patizio gehören. Eure Hoheit, ich flehe euch an, tretet etwas gesetzter auf. Ach, Misha, nur heute. Danke, ich danke dir, Allround. Oh, da kriege ich überhaupt Pipi in den Augen, oder? Stell dir mal vor, so ein Großherzog kommt um die Ecke und bringt dir persönlich 80 Milliarden Silberblätter und untermauert deine Vertrauenswürdigkeit. Puh, endlich habe ich sie abgehängt. Ori hat's geschafft. Ob bei Patizio alles gut gelaufen ist? Nanu, das ist doch Großherzog Allround. Hat er etwa die 80 Milliarden hergebracht? Dass ich nicht lache, das ist unmöglich. 80 Milliarden Silberblätter in bar. Du zweifelst an meinem Wort, welch Allround gegen die Ehre meines Hauses? Diese Wendung heute geht erst Schlag auf Schlag. Das Extrablatt werden die Leute uns aus den Händen reißen. Oh ja, das ist eine richtig große Schlagzeile hier gerade. Willst du unseren Vertrag immer noch für nichtig erklären vor all diesen Zeugen? Das Spiel ist aus. Verdammt. Also, kommen wir zum Geschäft, Onkel Rouge. Die Rechte an der Dampfmaschine kaufen. Günstiges Anheuern, cool. Der älteste Sohn der Rundwels, der wohlhabendste Familie auf dem westlichen Kontinent. Der Tod seiner Eltern stürzte ihn in verzweifelte Leere, aber ein wohlplatzierender Ohrfeige seines Diener brachte ihn wieder zu Sinn. Seitdem wirkt er lebensfroh denn je, auch um seinen Diener keinen weiteren Grund zur Sorge zu bescheren. Sehr, sehr guter Diener, wie ich finde. Danke. Machen wir ihn auch nochmal hier. Diener Misha.
Ein junger Diener im Dienste des adligen Around. Aufgrund seines makellosen Benehmens sagen die Stadtbewohner von ihm, dass er bereits als Diener auf der Welt gekommen sein muss. Around sieht ihn als Freund aus Kindheitstagen an, aber Misha gibt sich alle Mühe, jeden Vertrautheit zu unterbinden. Cool. Ja, Freund, jetzt ist es soweit. Her damit. Vertrag. Ein Vertrag über den Kauf der Rechte an der Dampfmaschine, den Patizio mit Rouge abgeschlossen hat. 80 Milliarden. Und unser Kontostand, seht mal. Unser Kontostand, 80 Milliarden. Warte, muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal ganz kurz. Oh, guckt euch das an. So viel Geld werden wir nie wieder besitzen, Freunde. So viel Geld werden wir nie wieder besitzen. Geil. Okay, kaufen. Damit wäre alles besiegelt. Die Rechte für deine Dampfmaschine gehören somit mir. Oha. Ich fasse es nicht. Ich kann es einfach nicht fassen. Digga, du bist 80 Milliarden schwer. Was... Doch, reicht doch. Ist doch gut. 80 Milliarden Silberblätter, das ist doch nichts. Ja, natürlich ist das nichts. Diese Technologie lässt sich doch nicht mit Geld aufwiegen. Sie ist bahnbrechend. Sie ermöglicht Massenproduktion und Transport in allen Ecken der Welt. Habt ihr eine Forschung davon, wie sie den Markt, ach was sag ich, den Lauf der Geschichte verändern kann? Denkt doch mal nach. Als Waffe eingesetzt, macht sie aus Schwächlingen Eroberer. Sie würde die Kriegsführung revolutionieren. Der Vertrag ist nichtig. Oh, was höre ich denn da? Ich erkläre unseren Vertrag für nichtig. Oh, oh. Nichtig, ein Vertrag, den er selbst aufgesetzt hat. Vertragsbruch, Rouge. Was sollen unsere Leser denken? Ein Kommentar. Diese Pressekonferenz ist hiermit beendet. Wir wollen eine Erklärung, Rouge. Rouge, Rouge. Ruhe. Haltet alle das Maul. Oh, der ist sauer jetzt. Du hast gewonnen, Patizio. Onkel Rouge. Rouge folgen, okay. Können wir hier noch was machen? Jetzt haben wir das Geld natürlich nicht mehr. Schade. Wo ist denn der gute Mann hier? Hier unten, wa? Gucken wir uns vorher nochmal kurz hier um. Ne, hier ist nichts. Ah, der ist hier runtergegangen? Nee. Ah, hier. Nu, abgeschlossen. Was ist das für ein Geräusch? Oh, oh. Hey, weg da, schnell. Das war knapp. Was in aller Welt ist das? Jetzt kommt's, Freunde. Die Lokomotive. Wir müssen jetzt nicht ernsthaft gegen eine Lokomotive kämpfen, oder? Seht gut her, ihr Jammerlappen. Der Höhepunkt der technologischen Errungenschaften meines Konzerns. Mein eigener dampfbetriebener Panzer, der Obsidianian. Obsidianian. Was ist das denn für ein Name? Eigentlich stand das ja nicht auf dem Programm, aber ihr bekommt eine kleine Sondervorführung. Dann müssen wir den jetzt zerstören, ne? Weg hier, lauf um euer Leben. Eine Schlagzeile, Freunde, jagt die nächste. Ori, was machst du denn hier? Du musst auch fliehen, schnell. Niemals. So eine Sensation lasse ich mir nicht entgehen. Gut, bringen sie dir auch nichts mehr.
Du hast recht. Patricio, danke. So schnell kann man sie bekehren. Ich bin es, der sich bedanken muss. Lauf jetzt und schreib einen umwerfenden Artikel über all das hier. Jetzt sind wir unter uns, Onkel Rouge. Reden wir. Ich wusste es schon immer, in dir steckt ein außergewöhnlicher Händler. Nur eine Sache hast du immer noch nicht verstanden. Die da wäre. Und die wäre, genau. Wertvolle Dinge lassen sich nicht mit allen teilen. Die gehören in die Hände desjenigen, der sie verdient. Nur so entfalten sie ihren wahren Wert. Blödsinn. Her damit jetzt hier. Weißt du, Onkel Rouge, ich bewundere dich wirklich sehr. Sieh dich an, so etwas Großartiges konntest nur du erschaffen. Aber deine Wertvorstellungen gehören auf den Müll. Also bringen wir es hinter uns. Halte deinen Teil des Versprechens ein, wie ein echter Händler. Ja, wir bringen das zu Ende, aber nicht wie du es willst. Komm schon, Patricio, dich erwartet eine schmerzhafte Lektion aus der Geschäftswelt. Oh weia. Was ist das, bitteschön? Okay, der hat 40 Schild, ja? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Boah, das ist aber fies. Was war das denn? Das war echt krass gerade, ne? Was war das denn auch? Den müssen wir auf jeden Fall wiederbeleben. Lächerlich, ne? Der Zauber. Nachladen. Aber alle kriegen anscheinend Energie weg, ne? Smite them.
Das ist echt eine gute Herausforderung hier. Ich habe nur... Ach, da oben ist die Kanone. Jetzt sehe ich sie auch. Okay. Alles gebrochen. Haha. Außer die Kanone. Die Kanone ist wieder einsatzbereit. Scheiße. Oh nee, oder? Bitte kein... Ach, scheiße. Na gut, Gott sei Dank nur zwei Runden. Ja, was machen wir jetzt? Wer ist danach? Danach ist nochmal... Okay. Danach ist er nochmal dran. So. Nee, warte. Altraube M. Boah, der kriegt 600 Schaden. Okay, nee, dann müssen wir auf jeden Fall Wunden heilen. Man führt keinen Weg daran vorbei, Freunde. Also das ist ein ziemlich krasser Endboss hier, wie ich finde. Der hat's echt in sich. Ich weiß noch nicht wirklich, ob wir den besiegen. Wir machen einfach mal elementares Kreuzfeuer. Einfach mal gucken. Random. Ah, ich glaube, mit Blitz sind wir besser. Kommen wir besser damit davon. Unten heilen auf jeden Fall. Sehr schön. Noch zwei Runden bis zum Angriff. Abschuss wird vorbereitet. Noch eine Runde. Das ist eigentlich kein Problem, ne? Das, was richtig Damage abzieht, ist diese oben, diese Kanone da. Okay. Nimm mal Energie. Energy. Oh, was ist jetzt passiert? Panzerverstärkung. Das ist krass, ne? Die Kanone ist echt heftig. Wer kommt denn danach? Liebe des Lebens. Oh, alles auf Rot hier? Okay. Jawohl. Irgendwas ist kaputt gegangen. Fällt zu Boden. Ah, seine Panzerung geht jetzt runter. Geil.
Und oben die Kanone ist jetzt geschwächt, also. Okay, dann lohnt es sich vielleicht mal Elementarfeuer zu machen. Ja, das war eine gute Entscheidung. 3000 war gut. Und jetzt, ganz ehrlich, Freunde, nehmen wir hier so ein Bündel. Ja, Bündel Heiltrauben. Hat's auch getan. Jetzt schwächen wir das Ding hier nochmal. Auch betäubt ist. Boom. Angriff. Oh, fuck. Aber hat er überlebt? Hat er überlebt? Nee, komm. Obwohl doch. Aber Wunden heilen. Dass wir alle voll sind. Dürfte eigentlich gehen, ja. Sehr gut. Sehr anspruchsvoll auf jeden Fall der Boss hier, Freunde. Der ist nicht von schlechten Eltern hier. Und jawohl, Freunde, wir haben es geschafft. Die Kanone ist besiegt. Und er fällt zu Boden. Das ganze Ding ist im Arsch, sehe ich gerade. Jetzt hat er nämlich nur noch 10. Und jetzt, Freunde, gib ihn. Gib ihn. Jetzt haben wir nämlich den guten Speer, Gott sei Dank. Bam. So gefällt mir das. Und er ist vergiftet, meine Damen und Herren. Dampfpanzer Obsidian. Ach, das ist immer noch der Panzer, ja? Okay. Jetzt rohrt sie ihn runter. Geile Sache. Ach, das juckt mich doch gar nicht, ey. Und 700 kriegt er jetzt immer noch weg. Aber wir werden ihn so heilen, weil sie, die Cassie, die ist zwar, ja, ne? Was Damage angeht, ist sie noch nicht wirklich richtig weit auf dem Dampfer. Analyse, genau. Warum nicht? Machen wir mal Analyse. Ah, Pfeil und Bogen, sehr gut. Und Bruch. Ah, die Vergiftung, die macht's aus, ne? Die haut ihn auch noch mal ein bisschen runter. Ja, machen wir. Bam. Sehr schön. Ah, der ist schon gelb, Freunde. Und nochmal ein schönes Kreuzfeuer hier. Oh, herrlich. Und nochmal 700. Für die Vergiftung. Ich habe in meinem Leben nie eine Entscheidung bereut. Mit einer Ausnahme, Patizio. Ich wusste, dass du ein gefährlicher Konkurrent werden würdest und hätte dich zerquetschen sollen. Damals in diesem staubigen Drecksloch von Stadt. Ich muss mich bei dir bedanken, Onkel Rouge. Ohne dich hätte ich vielleicht nie verstanden, wie schrecklich Armut ist. Weil du uns arm gemacht hast, habe ich gelernt, was wirklich zählt.
Und zwar, dass man Wertvolles eben doch mit allen teilen muss. Ich weiß nicht, was ich noch erreichen kann. Aber ich werde nichts unversucht lassen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denn ich glaube fest daran, dass das ein echter Händler ausmacht. Du dummer, einfältiger, unwissender, närrischer, ungehobelter, leichtgläubiger Flegel. Wieso bist du immer noch so naiv, Patricio? Vergiss deine verträumten Ideale endlich und lerne aus der Geschichte. Seit Anbeginn der Zeit bringen nur die Menschen Fortschritte, die sich nehmen, was ihnen zusteht. Was? Der repariert alles wieder? Oh fuck, Alter. Oh fuck. Aber alles bleibt gleich, ja? Okay. Das ist jetzt aber echt mies, ne? Wobei, komm, du machst mal hier so ein Bündel, ein Handbündel hier voller Trauben. Ich wusste, dass nochmal sowas kommt, Freunde. Ganz ehrlich, es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Na gut, 16.500, ne? Das jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wie viel Energie die Dinger haben. Also jedes Teil hat 16.500. Es geht ja eigentlich. Wenn wir viel auf Massenschaden gehen, Freunde, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Was? Wo ist sie hin? Mach keinen Scheiß. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, ne? Das ist wahrscheinlich die bessere Variante. Ja, Dreck auf Gelb. Sehr gut. Brennstoff hinzufügen. Oh oh. Ach du Scheiße. Uns bleibt aber auch nichts erspart hier, ne, in dem Kampf. Die ist schon rot, Freunde. Die ist schon rot. Und die anderen Sachen sind auch schon gelb. Okay, okay. Kein Problem. Okay, das ist ein Problem. Nein! Ach du Scheiße, Freunde. Ich muss ihn heilen. Es geht nicht anders. Ich muss ihn heilen. Nee. Ich heile uns erstmal. Sicher, sicher, Freunde. Jetzt greift er zweimal an. Okay, ja, das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Und jetzt, Objekt. Olive des Lebens. Und nochmal heilen. Sicher, sicher, Freunde. Aber jetzt macht er wieder seine blöde Kanone, ne? Boah, der übertreibt, ne? Was der übertreibt. Gelehrter, mach mal wiederbeleben. Ah, jetzt sind wir wieder dabei. Okay, sehr gut.
Komm schon, Baby, die Kanone muss kaputt gemacht werden. Gib alles. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn er das jetzt wieder heilt, ne? Dann ist aber, dann sehe ich aber schwarz hier. Ach, schon wieder. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Noch zwei Runden bis zum Angriff. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall heilen. Bevor wir noch das Zeitliche segnen. Wartung läuft. Komm schon, Baby. Mach's kaputt. Und. Ja, ja, Freunde, wir haben es fast geschafft. Noch nicht richtig, aber auf jeden Fall ist schon mal die heftige Kanone zerstört. Die macht ja richtig krassen Damage, ey. Dieses ist echt nice. So, auch gebrochen. Ah, jetzt sehen die Karten, jetzt sind die Karten wieder neu gemischt, Freunde. Und ich habe einen Joker auf der Hand. Ah. Ganz ehrlich, elementar. Scheiß drauf. Ja, ganz genau so. Richtig. Oh ja, Baby. Holla die Waldfee, ganz genau. Raste aus, Freund. So. Ey, der Speer wäre besser gewesen. Brennstoff hinzugefügt. Krasser Endboss hier. Ohne Scheiß, Freunde. Der ist. Ich will nicht wissen, wie das Kapitel 5 ist. Kapitel 4 ist heftig. Ist richtig heftig. Okay. Ach so. Ach so, Temenos hat gar keine Dings mehr. Anregende Pflaume. Mal ein bisschen mehr nehmen, so. Ah, die gute Casti ist wieder da. Rast mal richtig aus. Bäbä. Jetzt hat er nur noch 8. So, mein Freund. Jetzt aber hier Schluss mit lustig, ne? Aber es bleibt spannend. Er darf das auf gar keinen Fall nochmal reparieren hier. Außer Kontrolle. Oh oh. Bündelhaltraum. Dann machen wir auf jeden Fall hier mit ihm heilen besser. Gelehrter. Zwar jetzt hier mal ein bisschen
Gebitzen. Oh ja, 58, besser als nix. Und vergiftet. Sehr gut. Was ist bloß? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Freunde, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, verdammt, das war echt ein harter Kampf hier. Boah, 26.000 Silberblätter und 1.500 Erfahrungspunkte, ja, fast 1.600 kann man sagen. Nice. Marmelade dazu bekommen. Sehr schön. Du bist erledigt, Onkel Rouge. Boah, das war ein Kampf, sage ich euch. Heftig, richtig heftig. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir etwas durch die Finger geronnen wird, ist. Es begann alles mit einer Taschenuhr, Patizio. Ich sah sie in einem Laden funkeln und wusste, dass ich sie haben musste. Also habe ich als Schuhputzer angefangen und Schuhe poliert, bis ich blutige Hände und genug gespart hatte, um die Uhr zu kaufen. Doch mein Glück war von kurzer Dauer, nicht lange, und ich wollte die nächste Sache. Also fing ich wieder an und schuftete, bis sie mir gehörte. Ein endloses Spiel. Irgendwann waren mir die Mittel egal, ich wollte nur meine Gier nach mehr befriedigen. Eines Morgens wachte ich auf und dachte nur noch an mich selbst und wie ich reicher werden konnte. Onkel Rouge, was war es, das du so unbedingt wolltest? Wofür hast du sogar dich selbst verkauft? Das weiß ich selbst nicht mehr. Aber es ist auch egal, meine Zeit ist vorbei. Jetzt ist deine Stunde gekommen. Sorge für Gerechtigkeit, führe die Händler ins nächste Zeitalter. Hier stürzt gleich alles ein. Geh, Patizio. Ich bleibe hier und sehe zu, wie meine Welt zusammenbricht. Leb wohl, Patizio. Jetzt wird mir alles klar. Rouge anheuern. Lass mich, Patizio, rette dich selbst, hörst du? Ah, wahrscheinlich, ah, so, genau, Nacht. Erforderlich ein, nur eins, ja? Okay. Du irrst dich, Onkel Rouge. Wie? Du hast gesagt, ich soll die anderen Händler führen. Doch jeder Mensch muss alleine den richtigen Weg finden. Und wenn er dabei mal ins Stolpern kommt oder eine falsche Entscheidung trifft, dann muss ihm jemand die Hand reichen, damit er wieder auf die Beine kommt. Und genau das will ich tun. Genug geschwafelt, ich muss langsam los. Ach, Onkel Rouge, dein Panzer hat mich auf eine Idee gebracht. Ich lasse dir gerne eine kleine Verschnaufpause, aber was sagst du zu einem Gemeinschaftsprojekt? Patizio, du bist unverbesserlich. Hat gerade sein Lebenswerk zerstört und bietet ihn jetzt noch ein Geschäft an. Ein Händler mit Leib und Seele. Schöne Geschichte, Freunde. Ganz ehrlich, sehr schön. Das Kapitel hat mir wirklich auch mal wieder sehr gut gefallen. Ja, so ist das im Leben, ne? Oh, guck mal, der hat sich einen Hund gekauft. Ah, ne, der Hund war ja, stimmt, gegen den haben wir ja auch schon gekämpft. Ne? Hey, Partner, ich bin mit den Messungen fast fertig.
Oh, großartig. Sieh mal, was hältst du von dieser Route? Nicht viel. Durch das Tal wäre ein Umweg und die Geschwindigkeit müssten wir auch drosseln. Für optimale Effizienz müsste er pfeilgerade mitten durch die Stadt fahren. Durch die Stadt? Und wie willst du das denn Bürgern erklären? Wir siedeln sie einfach um und entschädigen sie mit einem Teil aus den 80 Milliarden, die ich in dieses Geschäft investiere. Nicht alles lässt sich mit Geld kaufen. Am eigenen Zuhause hängen schließlich viele Erinnerungen. Na, das wie überlasse ich dir. Schließlich bist du der einfühlsame Mechaniker von uns beiden. Wenn die Schienen erstmal gelegt sind, dann steigt der Preis des Bodens und die Stadt blüht neu auf. Auf lange Sicht gesehen profitieren wir alle, also alle davon. War da recht, ne? Ja, alle, hehe. Erinnerst du dich noch? Vor 16 Jahren standen wir genau hier. Angespornt vom Traum unserer Silbermine haben wir uns Hals über Kopf in die Arbeit gestürzt. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich lange vergessen hatte. Wie kostbar dieses Gefühl des Selbst mittendrin zu stehen und ins Schwitzen zu kommen. Dank dieses Projekts verspüre ich zum ersten Mal seit langem wieder dieses Unternehmungslust. Hey, die Zeiten ändern sich, Partner. Direktor Rouge. Wen nennst du hier Direktor, Dursten? Ich bin nur Berater. Selbstverständlich, Verzeihung. Entspann dich, schließlich sind wir nun beide einfach nur Kollegen in derselben Firma. Boss, ein Telegramm von Patizio. Tut mir leid, Papst, ich bin noch länger unterwegs. Wir haben noch nicht genug Materialien und Arbeitskräfte. Darum muss ich mich noch etwas ins Zeug legen. Schließlich arbeite ich gerade am größten Geschäft aller Zeiten. Dieser Bengel hätte uns ruhig ein paar Anweisungen mitschicken können. Er vertraut uns halt. Wir kriegen die Dinge hier auch ohne ihn geregelt. Währenddessen bringt unser Junge mit Sicherheit schon das nächste Geschäft in trockenen Tüchern. Ist schließlich nicht umsonst der Direktor von Partizio und Partner. Ah, er hat eine neue Firma gegründet. Cool. Neuigkeiten bei Patricio und Partner. Patricio, der frisch ernannte Direktor, hatte angekündigt, die hohen Abgaben in Form der Dampfmaschinensteuer endgültig abzuschaffen. Darüber hinaus hat er den Ärmsten der Armen eine gut vergütete Anstellung im jungen Konzern garantiert. Das hört man gern. Sehr gut. Auch die anderen Produkte, auf der Rouge Brillante bislang ein Monopol erhoben hatte, stehen nun alle Menschen auf der Welt frei zur Verfügung. Extrablatt, Extrablatt. Na, das geht jetzt weg wie warme Semmeln, ne? Hehe, bei diesem Knüller sind heute wohl Überstunden angesagt. Sieh gut zu, Bruderherz. Als ich Patizio das erste Mal traf, gab er mir eine Silbermünze. Die rosige Zukunft, von der er träumte, klang für mich wie eine Utopie. Doch Patizio ist immer noch in Fahrt. Stück für Stück arbeitet er an der Verwirklichung dieser neuen Welt. Die industrielle Revolution hat gerade erst begonnen. Ja, der Zug wahrscheinlich jetzt, ne? Der Zug fährt jetzt durch die ganzen Städte und beliefert die Einwohner mit Waren. Macht die Sache viel, viel einfacher. Nanu, der Mann im gelben Mantel. Na, Kleiner, lang nicht gesehen. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Sieh mal, meine Schuhe sind richtig abgewetzt.
Meinst du, da könntest du mir aushelfen? Aber selbstverständlich. Neulich habe ich eine Zeitung auf der Straße gefunden. Darin stand, du bist der Retter der Armen überall. Ach ja, so würde ich mich nicht nennen. Aber die Welt wird sich verändern. Die Dampflokomotive setzt nämlich alles in Bewegung. Was ist denn eine Lokomotive? Eine riesige Kutsche aus Eisen, die über alle Kontinenten rasen wird. Sie kann Menschen in Windeseile von einer Ecke der Welt in die andere bringen. Aber nicht nur Menschen, sondern auch Unmengen an Gütern, die ganze Welt wird näher zusammenrücken. Wahnsinn! Du hast doch gesagt, du möchtest die Welt sehen, oder? Da würde ich dir gerne bei helfen. Hast du Lust, für mich zu arbeiten? Oh ja, unbedingt. Hey, sehr gut, wir sind im Geschäft Partner. Und so schnell bekommt man Arbeitskollegen. Schön. Ah, der Weg zum Wohlstand. Auch hier, bei Patizio gibt es leider nur vier Kapitel. Anscheinend. Cool. Patizio hat die Spezialfähigkeit FP teilen gelernt. Natürlich wollen wir dem Gespräch lauschen, Freunde. Na, Herr Direktor? Ha, ziehst du mich etwa auf, Temonus? Hey, ich habe nie an dir gezweifelt. Du hast es weit gebracht, Patizio. Jetzt bist du der Direktor eines weltberühmten Konzerns. Mag ja sein, aber ich bin immer noch der Alte. Auch wenn ich die Welt um mich herum verändere. Ich selbst werde mich niemals ändern. Das beruhigt mich zu hören. Der Name eures Konzerns gefällt mir. Patizio und Partner, du spielst die Hauptrolle. Das war Onkel Rouges Idee. Er hatte darauf bestanden, dass wir meinen Namen benutzen. Er meinte, jetzt sei meine Zeit angebrochen und dass er mich von nun an aus dem Hintergrund unterstützen wolle. Ein weiser Entschluss. Die Alten machen den Jungen den Weg frei, damit das Gestern dem Morgen weichen kann. Schön gesagt, meine Freunde. Das soll es gewesen sein. Das war Kapitel 4 mit Patizio. Mein Name ist Chidino. Hinterlasst mir gerne ein Abonnement. Bis dann. Ciao.